So, moin moin liebe Leute, heute bei einem neuen Redstone Tutorial. Heute geht's um Item, ja, Fahrzeuge, ja, Fahrstühle. Und ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr das und das baut. So, da sind wir dann. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das Ganze hier baut. Und zwar führt am besten erstmal vor, wirft man hier ein Item in den Wasserstrom. Das geht dann da hinten lang, wird hier oben hochtransportiert und landet dann hier. Wie das Ganze hier funktioniert, naja. Das Wasser drückt die Items durch den Zaun hier, also der Zaun ist ja noch kein ganzer Block. In den zweiten Zaun, der ein ganzer Block ist, und wie jeder weiß, wenn ein ganzer Block drückt ein Item automatisch nach oben. Da hier drin ja Glas ist, seht ihr auch, das ganze Block ist transparent, aber ganz, wird das Ganze dann hier hoch transportiert, dann kommt das dann genau hier in der Mitte dann wieder raus, über auf den Hopper, und der wirft das Item hier dann in die Kiste. Ihr könnt das Ganze hier den Wasserstrom auch ein bisschen länger machen, aber das sei euch überlassen. Jetzt zeigen wir euch mal, wie ihr das baut. Und zwar braucht ihr erstmal hier eine L-Struktur. Ich gucke mal noch mal kurz, wie lang die ist. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann geht's hier um die Ecke. So, dann verkleiden wir das Ganze hier auch erstmal. Sollte aber nicht ganz so lange dauern. Dann geht's hier, hier und da. Dann platziert man hier nochmal zwei Blöcke. Und das hat den einfachen Grund, dass sich die Items, wenn ihr mehrere werfen solltet, hier dann stacken und nicht davor. Denn sonst könnte sich hier ein Bug auftauchen, der die Items dann hier stackt und nicht mehr bewegen lässt. Deshalb, und dann platzieren wir hier zwei Blöcke, nicht den Block hier nicht wegschlagen. Da dann Glas oder irgendeinen anderen transparenten Block. Dann muss ich mir noch mal kurz einen Wassereimer holen. Können Wasserstrom hier auch schon machen. Und dann können wir das Ganze hier quasi hochbauen. Das Gute daran ist, dass ihr nur hier dieses Kreuz in der Mitte hochbauen müsst und das halt wie so lange halt oder wie hoch ihr wollt. Das mache ich nochmal hier so hoch, dann müsst ihr dann einmal hier das Ganze hier dann zumachen. Legt das Ganze hier dann nach vorne, den Block ja am besten dann weg. Da kommt erstmal unsere Kiste hin. So, schlagen wir den Block dann da weg, nehmen uns hier nochmal einen Hopper. Der ist dann hier, führt in die Kiste rein, dann nochmal irgendeinen transparenten Block über die Kiste, weil sonst kann man die ja nicht öffnen. Dann noch Wasser hier hoch, ich mach mal kurz mal als Tag, ja, falsch getippt. Wieder mal falsch getippt, Mann, was ist heute bloß los? Ist heute wo der Wurm drin? Ja, der Wurm ist drin. So. Und dann können wir das Ganze auch schon mal vorführen. Es ist wichtig, dass ihr von hier einwerft, denn es muss ja am Zaun da hinten vorbeifließen und das ist halt nicht immer gegeben. Und dann sieht das Ganze relativ nice aus. Kann auch manchmal grafisch herumbacken, ist dann aber kein Problem. Und das war's dann mit diesem Modell. Und nachdem wir das vorhin jetzt durchgenommen haben, nehmen wir mal dieses Modell hier durch. Ist ein relativ einfaches. Ihr werft hier einfach ein Item rein, das wird hier dann mitgenommen und kommt hier oben dann wieder raus. Das Ganze funktioniert, ja, ist ein Minecart-System. Also eigentlich so ziemlich das Einfachste von allem, was ich hier aufgebaut habe. Und das funktioniert relativ einfach. Ihr werft den Item in den Hopper, das wird dann hier durch das Minecart nach oben transportiert und dann hier oben in den Hopper hier eingefüllt. Das kracht dann da oben dagegen und fällt dann hier wieder runter. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das baut. Und zwar baut ihr hier erstmal einen Hopper hin. Da nehmt ihr euch am besten noch Schienen raus. Es reichen eigentlich nur diese beiden Arten von Schienen. Und dann einfach hier eine Redstone-Fackel. Dann kommt das Ganze hier dann hin. Und dann, ja, eigentlich müsst ihr es hier gar nicht überbauen. Ihr braucht ja aber nur noch irgendeinen Block, damit das Ganze hier dann gestartet wird. Dann geht es dann hier. Und dann je nach kommt es drauf an, wie lang ihr das haben wollt. Ich muss mir noch kurz einen hier irgendeinen stabilen Block holen. Dann kommt hier einmal Schiene. Und dann geht das Ganze hier, dann muss ja das Ganze nochmal hier rüber. Und jetzt kann es dann wieder hochgeführt werden. Ihr könnt das Ganze so hoch bauen, wie ihr wollt. Obwohl, hier kann dann wieder eine Booster Rail hin, hier auch. Also ihr müsst halt sehen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt auch pro Etage nur eine Booster Rail machen. Das sollte bei meinem, bei meinem Design hier eigentlich reichen. Dann geht es hier oben dann wieder lang. Und dann haben wir wieder das übliche Spiel hier.
Also ist eigentlich nichts wirklich Besonderes. Und dann könnt ihr das Ganze dann hier hochführen. Ich mache es diesmal nur, ja, hier relativ kurz. Da das Ganze hier relativ einfach gehalten ist. Dann geht das Ganze dann hier hoch. Dann habe ich das Ganze hier oben dann abgeflacht. Und dann hier so eine kleine Schikane reingebaut. Das müsstet ihr dann auch eventuell, und dafür müsst ihr dann hier erstmal so einen Block und dann noch hier einen Hopper rauf. Den Hopper habe ich jetzt erstmal nach unten hier gemacht. Wenn ihr eine Kiste ranhängt, müsst ihr den Hopper natürlich an die Kiste ranhängen. Obwohl, ist schon wieder doppelt gemoppelt, aber egal. Dann mit Shift-Click einmal hier rauf, dann müsst ihr nochmal einen Block daneben platzieren. Genau, über dem Block, wo ihr halt hier landen wollt. Dann das Ganze dann wieder wegschlagen, damit hier die Schikane entsteht. Und dann müsstet ihr hier eventuell noch einen Turm hochbauen, dann hier einen Crash-Block hinbauen. Und dann habt ihr das Ganze hier. Es klappt nämlich einbahnfrei. Werfe ich die Kiste mal weg. Werfe ich dann ein Minecraft mit Chest dazu. Und dann sollte es eigentlich schon fahren. Es sei denn, es braucht hier unten einen festen Block. Yep. Und da muss ihr natürlich. Ihr müsst natürlich das Ganze auch noch verkabeln. Also es sind keine wirklichen Kabel, das ist halt nur, ja, so Gerede. So, da braucht ihr die Fackel da hinten eigentlich auch nicht. Könnt ihr das Ganze hier befestigen und dann einmal hier. Allerdings bepowert diese Fackel diese Schienen da nicht, weil die hier nicht auf dem gleichen Level liegen. Nur mal so eine kleine Randnotiz. Ja, und dann geht es dann einmal zur Schiene dort hoch. Dann einmal so. Ja, es fährt jetzt nochmal runter. Sollte eigentlich nochmal runterfahren. Und dann müsst ihr auch aufpassen, dass, wie ihr hier sehen könnt, das Ganze hier nicht im Weg steht. Und was schief gehen kann, geht natürlich auch schief. Weiß man doch. Und ja, führe ich das Ganze dann wieder hier hoch, dann kann das Ganze hier dann eigentlich, jawohl, ja, ein höher. Ja, 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 es gibt so viele Variablen. Dann geht das Ganze hier dann auch so hoch, obwohl diesmal klappt das mit dem Verkabeln, aber das ist nicht immer so. Nee, das klappt so ja nicht, deshalb, naja. Kommt hier oben, da so. Und dann könnt ihr das Ganze hier auch noch dann so machen, ja. Das geht dann so auch. Brauchten wir hier insgesamt nur 3 Redstone-Fackeln dafür. Man sollte jetzt drumherum fahren können. Und ja, dann fährt das oben, fährt dagegen. Und dann hat man das Ganze auch. Es kann sein, dass dass mein Kart jetzt hier irgendwie so zwischen das Ganze hier so, zwischen dem Ganzen hier so einschiebt. Aber das sollte kein Problem sein. Dann probieren wir es mal. Gehen wir in den Hopper rein. So, da unten seht ihr, es nimmt es mit und legt den Hopper auch wieder hier rein. Und das war's dann mit diesem Design. Und da sind wir dann beim nächsten Design. Das ist das so ziemlich ressourcensparendste von den allem hier. Und allerdings funktioniert es nicht ganz automatisch, was wir hier jetzt mal sehen werden. Und zwar, wenn ihr hier ein Item reinlegt, das wird dann hier erst nur einmal nach oben transportiert und nicht weiter. Also müsst dann theoretisch immer wieder ein weiteres Item dazu schieben, bis das dann hier oben ankommt. Allerdings ist es halt auch das ressourcensparendste und das bauen wir hier drüben jetzt mal nach. Und zwar müsstet ihr zuerst mal hier einen Hopper, einen Dropper-Turm machen, haha, und darauf eure Kiste oder euer sonst irgendwas, kann es mir eigentlich auch ziemlich wurscht, was ihr da oben habt. Dann kommt hier ein Comparator hin, den ihr erstmal anmacht und dann hier ein Repeater, ein Eisenblock. Dann kommt hier drüben einmal eine Redstone-Fackel und da habe ich es schon wieder vergessen. Kommt hier dann ein Redstone, ein Comparator und noch ein Redstone. Das verursacht dann eine kleine Glock. Und dann kommt hier ein Repeater hin, der halt beide halt auf 1 Standard und dann müsstet ihr euch hier hochbauen. Was aber nicht so lange dauern sollte und das könnt ihr außerdem mit jedem Material machen. Dann hier überall in die Lücken Redstone Fackeln. Da das Ganze auch schön powered wird. Und ja, das war's dann mit dem Design. Also, na, nicht so. Dann tut ihr hier einen Block rein. Und dann funktioniert das Ganze. Und dann wird hier. Es hört sich zwar so an, als würde alles nach oben transportiert werden. Es wird eigentlich nur einen Block weiter transportiert. Und das war's dann mit diesem Ressourcenarmen-Modell. Und da sind wir dann beim vierten und damit letzten Modell für heute. Und zwar ist es so ziemlich das automatisierteste, bis auf ein kleines Problem. Aber das, ja, das muss man auch mit Menschenhand beheben. Aber sonst funktioniert das Ganze hier einwandfrei. Und zwar legt man hier unten ein Item ein. Und dann merkt man es.
Es klingelt doch schon ganz schön. Und das Landen und das hier oben. Perfekt, es funktioniert, ja, eigentlich relativ einfach. Und zwar, wenn hier ein Signal drin ist, hat der Comparator, also wenn hier ein Item drin ist, hat der Comparator hier ein Signal. Das powert dann, also das endpowert dann diese Redstone-Fackel. Das endpowert dann also auch die Redstone und powert dann diese Redstone-Fackel. Die powert diesen Block, was einmal die beiden Dropper da unten powert und das Redstone hier, was dann das Ganze hier wieder endpowert und das geht dann immer so weiter. Das strauchelt dann bei größeren Bestellungen, also wenn ihr zum Beispiel einen Stack oder so reinlegt, müsst ihr dann immer wieder diesen Reset-Button hier unten klicken oder halt drücken, je nachdem. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze hier baut. Und zwar fangt ihr erstmal mit eurem Hopper-Turm an. Entschuldigung, eurem Dropper-Turm. Wie kann man das bloß immer vergessen? Dann hier unten ein Hopper. Dann hier drüben ein Comparator. Ein Block. Also irgendein Block. Ich nehme hier immer Eisen, weil es hier so relativ gut passt. Dann kommt das Ganze hier dann so, so und so hin. Und dann habt ihr das Ganze hier. Hier noch eine Redstone-Fackel. Und dann... Das war eigentlich euer Grundaufbau, ja. Dann müsst ihr das Ganze hier immer so hochbauen, wie ihr es haben wollt. Kleiner Tipp, die Dropper-Anzahl sollte immer gerade sein, denn sonst könnte ich hier das Ganze hier so leicht überstehen. Was bedeutet, dass ich hier nochmal einen weiteren Dropper raufsetzen muss. Ja, passt. Dann könnt ihr hier oben auch schon mal Redstone. Haben wir das Ganze hier auch schon erledigt. Und dann auf diesen... falscher Block. Auf diesen Comparator kommt dann wieder ein Block. Da müsste dann wieder ein Comparator drauf tun. Ja, wer hat's denn gedacht? Und dann hier eine Redstone-Fackel. Hier ebenfalls eine Redstone-Fackel. Das Ganze dann hier. Ja, das Ding powert sich gerade aus. Das hätte ich nicht machen sollen, aber naja. Passt schon. Dann das Ganze hier dann so. Und dann wieder das gleiche Prozedere. Denn es ändert sich nichts daran. Ihr könnt es so hochbauen, wie ihr wollt, bis natürlich Minecraft euch verwehrt, das Ganze noch höher zu bauen. Ja, Minecraft ist böse. Und ja, dann geht das Ganze dann wieder so hoch. Immer das Gleiche. Es war auch nichts so gravierendes. Denn dann hat man das Ganze auch im Kopf. Also hat es auch was Gutes. Dann kommt das Ganze dann wieder hier hin. Da. Und dann da kommt nochmal ein Block hin. Da kommt es hier. Und dann habt ihr das Ganze hier. So. Und dann für meinen Reset-Button hatte ich dann hier nochmal ein Redstone hingedingst, will ich mal so sagen, hingesetzt. Ja, hat mal einen Knopf weggeworfen. Dann könnt ihr das Ganze ja da drücken. Das powert dann halt diesen Block und macht halt ein kleines Block-Update, weshalb dann das Ganze dann wieder leicht funktioniert, aber nicht komplett. Dann machen wir mal den Belastungstest, um es euch mal zu zeigen. Also hier haben wir einen Stack Wolle. Das Ganze blinkt dann hier erstmal durch. Ja, ihr habt schon wahrscheinlich schon gehört. Das Ganze ist leicht löschen. Das Ganze ist aus, gerade. Aber es schaltet sich auch nach einer Weile wieder an. Weil halt das Ganze dann sich selbst wieder anschaltet. Hier ist das Ganze dann gerade kein Item. So, wenn es sich dann nach einer Weile nicht wieder anschaltet, drückt ihr einfach den Block hier. Drück einfach den Knopf hier unten, dann geht das Ganze wieder ein bisschen nach hoch. Ein bisschen hoch, ich weiß nicht, wie viel das Ganze ist. Müsstet ihr ein paar Mal durchmachen, bis ihr dann euren Stack hier oben habt. Aber wenn man meint, ja, da hat man auch ein bisschen Zeit am Ende auf den Knopf zu drücken. Also hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und vielleicht sogar ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.